Du machst dich mal, verfasst dich mal. Du gibst gleich mal einen Schuss auf den Skuldor-König ab. So. Skuldur. Die stehen alle zu sehr auf dem Haufen. Okay. Dann das da rein. Wo bin ich? Ich greife gerade niemanden an. Deswegen das Mal auf den. Und alle auf den Skuldur-König. Du zauberst noch, ist okay. Ja. Ich das Mal des Wildtieres auf den. Und du so eine Todeslanze auf den. So. Todeslanze hat getroffen. Da gleich mal so ein Ding hinterher. Hey. Du versuchst den umzuwerfen. Das hat sogar geklappt. Mhm. Du könntest jetzt noch ein Machtsiegel sprechen. Wo ist es denn? Heilige Macht, genau. Du bist noch niedergeschlagen und markierte Beute und flankiert. Komm, wir müssen den einen wegkriegen. Okay, jetzt den einen normalen Skuldur weg und dann ist nur noch der König übrig. Okay, mein Wolf hat es mal wieder erwischt. Was macht das nochmal für Abzüge? Genauigkeit, Macht, Entschlossenheit. Oh, das sind eigentlich schon böse Abzüge, die das macht. So, du. Einmal Heilung. Und der Skuldur-König, der dürfte auch langsam einknicken. Ich schwäche ihn mal noch mit Musik. Au. Jetzt hat er meinen Baden kurz umgehauen. So. Alle tot. Ganzer Haufen Skuldur heute. Alle noch heiligermaßen am Leben. So, da gibt's noch was zu plündern. Der dauerhafte Vigil der Pilger. Entschlossenheit und Wahrnehmung. War das jetzt in-game oder ist irgendwo was passiert? So, du könntest den aufsetzen, damit siehst du allerdings etwas komisch aus. Wenn du den aufsetzt, nö. Nehmen wir den mal auf. Und da geht's wieder nach oben. Sehr schön. Okay, wo sind wir? Als du den Kerzenkreis trittst, hörst du vor der nahen Mauer ein rastendes Scheppern. Mit dem Ball im Reibgeräusch von Stein auf Stein gleitet eine Tür auf. Okay. Die Kerzen flackern sanft, als du dich näherst über dem Altar, wo wohl einst ein Spiegel in die Decke eingelassen war. Ist nun eine mit gebrochenem Glas gesäumte Lücke. Die Kerzen brennen immer noch. Gar nicht schlecht für einen toten Gott. Was soll das alles? Erlösung. Sie haben dieses Ritual, wenn man volljährig wird. Sie nehmen einen an der Hand und führen einen mit verbundenen Augen in den Tempel hinab. Und das soll einem sündhaften Leben entsprechen. Sie sagen einem nicht, wohin man geht.
Bei meinem Ritual schwitzt dich wie verrückt, er zwinkert dir zu. Sie bringen einen zu diesem reflektierenden Becken da hinten und da darf man dann ansehen, um sich seine Sünden zu stellen. Dann führen sie einen in diesen Raum hier, nehmen einem wieder die Augenbinde ab und alle sind da, um dich zu begrüßen, all deine Freunde und Familienangehörigen. Und es fühlt sich an, als sei man erlöst worden. Man zündet seine Kerze an und sie brennt mit den anderen. Ein besseres Gefühl, als hatte ich mein ganzes Leben nicht. Edas Augen verweilen einen Moment auf den Kerzen und einen Moment lang scheint er ein jüngerer Mann zu sein. Jetzt brennt immer noch, gar nicht schlecht für einen toten Gott. Lassen wir die Kerzen brennen. Wenn sie... War schön zu sehen, dass diese Kerzen immer noch brennen. Ich hatte gedacht, dass sie schon ausgegangen wären. Ja, für Edda lassen wir sie auch brennen. Wohltätig ehrlich sind wir. Und jetzt kümmern wir uns um den Kerl hier. Ich wollte gerade sagen, irgendwas schwebt da um ihn. Wirtan. Als du dich im Leeren lächelt, wird er nervös. Ich glaube, das Schlimmste ist überstanden. Der Arm schmerzt etwas weniger. Er zögert. Du warst ziemlich lange da unten. Hast du etwas gefunden? Seine Augen schießen ständig auf den Ruinen hin und her. Okay, du hast mich angelogen. Etwas, weswegen du nervös bist? Nein, natürlich nicht, aber es ist niemals gut, an diesen Orten zu verweilen. Das ist alles. Wirftan wirft dir einen durchdringenden Blick zu. Hast du irgendwas gefunden? Du hast mich angelogen. Was? Wirftan grinst unsicher. Ich habe alles klar dargelegt und auch die damit verbundenen Risiken. Ist es das, was du meinst? Ich sagte dir, dass es dort unten Spinnen geben wird. Außerdem werde ich dich natürlich bezahlen für die Unannehmlichkeiten. Für einen ehrlichen Mann bist du aber ziemlich nervös. Liegt dir vielleicht etwas auf dem Gewissen? Wirtan öffnet seinen Mund, um zu protestieren, etwas an deinem Gesichtsausdruck, aber hält ihn auf. Er schluckt nervös und schaut weg, aber letztendlich spricht er mit seiner Stimme ein. Stimme leise, wie hast du? Wie konntest du sie nur verraten? Sie vertrauten dir. Dieser Ort ist voller Schatten, die Geister jeder, die du umgebracht hast. So ist es nicht, er beäugt dich ängstlich. Ich habe sie nicht umgebracht. Ich versuchte bis zum Ende um sie... Du verstehst das nicht. Ich versuchte ihnen zu helfen, wirklich. Jeden Tag, jeden einzelnen Tag ging ich zu diesem Tempel und warnte sie. Ich sagte ihnen, sie würden mit dem Feuer spielen und dass Rätrix Geduld nicht ewig halten würde. Und jedes Mal taten sie meine Warnungen ab, als ich nicht wüsste, wahrscheinlich als ob ich nicht wüsste, von was ich redete. Als ich keine Opfer bringen musste, um zu versuchen, ihnen zu helfen. Ich hätte gut und gerne zusammen mit ihnen verhaftet werden können. Was ist passiert? Rätig ließ verlauten, dass ihre Verhaftung bevorstehen würde, dass er sie aus dem Tempel schleifen und in den Kerker werfen würde. Aber nein, sie wollten nicht hören. Die Rektrix... Sie sagte, dass sie wiedergeboren würden, sollte etwas passieren, und dass sie keine Angst hätte. Ich überzeugte sie, sich wenigstens zu verstecken. Im Tempel gibt es diese Schatzkammer, die voller alte Reliquien ist, Gold und solchen Dingen. Ich dachte, sie könnten sich dort drin verstecken und dass sie so nach einem Abzug der Wachen etwas gehabt hätten, um sich freies Geleit aus dem Dürrwald zu erkaufen, zurück nach Edir. Als ich den Männern aber sagte, dass die Priester schon weggegangen seien, sie befahlen die Versiegelung des Tempels. Ich konnte nicht mehr hineingehen, und dann schüttelte den Kopf. Es gab nichts mehr, was ich tun konnte. Eddas Augen sind groß und ungläubig. Es gibt nichts, was du tun könntest, aber erzähl es jemand. Hol das Dorf zusammen, organisiere einen Rettungstrupp. Wenn ich es gewusst hätte, mit den eigenen Händen hätte ich sie ausgegraben. Sie gehörten zu den letzten anständigen Leuten in diesem Loch. Jetzt haben wir nur noch Leute wie dich übrig.
Du hättest dich retten können und Redrick die Wahrheit sagen. Warum hast du mich da hinuntergeschickt? Wenn Fürst Redrick den Tempel nämlich wirklich säubern lassen will, hätten sie die Knochen früher oder später gefunden. Sie hätten meine Lüge erkannt, als ich ihnen sagte, die Priester seien schon gegangen, und man hätte mich gehängt. Wirtha lässt die Schultern sinken. Ich weiß nicht, ob Redrick sie umgebracht hätte. Vielleicht würden sie jetzt noch in Kerkerzell schmachten. Vielleicht werden sie jetzt irgendwo im Reich und ich könnte nicht. Vielleicht werden sie jetzt irgendwo im Reich und ich könnte nachts ruhig schlafen. Ich habe dir gesagt, wie es gelaufen ist, sagt Wirtha in rauer Stimme. Ich habe dir gesagt, was geschehen ist. Jetzt bist du wohl an der Reihe, deine Entscheidung zu treffen. Für Wiedergutmachung ist es noch nicht zu spät. Wenn ich dich jemals wieder in Goldtal sehe, bist du ein toter Mann. Wirtha, du bist ein Feigling, aber das ist kein Verbrechen. Gib mir mein Geld und ich gehe und geh mir aus den Augen. Du hast dich in ihr Gerechtigkeit lange Zeit entzogen, heute aber nicht. Also, Hagrim ist stinkig auf ihn für die ganze Kacke, die wir durchmachen mussten und für das, was den Leuten da unten passiert ist. Aber ich denke in dem Fall, auch wenn es eher die Paladin-Antwort ist, für Wiedergutmachung ist es noch nicht zu spät. Wirtan hatte die Luft angehalten, atmet aber jetzt aus. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Jahre sind jetzt schon vergangen. Was soll ich denn jetzt noch machen? Begrabe ihre Knochen, versuche ein besseres Leben, als du es bisher getan hast. Wirtan betrachtet die sterblichen Überreste, er fährt sich mit einer Hand durchs Haar und stößt abermals ein kehliges Atemgeräusch aus. Das kann ich machen, das kann ich. Ich werde sie zur letzten Ruhe legen und versuchen, ihnen irgendwie gerecht zu werden. Danke sehr, wirklich, dafür, was du getan hast. Dass du mir eine zweite Chance gegeben hast. Ich werde sie gut nutzen. So. Die Quest ist also auch abgeschlossen. Die Vision, die ich in den Tiefen des Tempels sah, zeigte mir die Wahrheit über das Schicksal der Priester. Sobald ich ihn damit konfrontierte, gestand mir Wirtan seine Rolle. Er konnte nicht sagen, was ihn zum Schweigen bewegte, als der Tempel versiegelt wurde und die Priester so gefangen wurden. Aber das Verbrechen scheint ihm immer noch zu verfolgen. Ich beschloss, ihn leben zu lassen. Vielleicht kann er im Laufe der Zeit mit seiner Tat fertig werden und Wiedergutmachung leisten. Ja, die Prüfung von Durenz, Fürst eines Ödlands. Ja, genau, hier steht's. Ich habe einige Beratroben gefunden, damit sollte ich mich unter die Priester mischen können, ohne sie alle töten zu müssen. Yay. Fällt mir erst jetzt auf. Ich frage mich, ob es dafür jetzt schon zu spät ist. Du bist leicht müde, du bist großmüde. Also schon mal nicht so toll. Deswegen schlafen wir mal eine Runde mal wieder. Hail and well met. Ein Zimmer. Okay, wir haben noch den Ruheplatzbonus. Ich frage mich, wie lange hält der? Wenn der nämlich lang genug halten würde, könnte ich damit die Sachen im Untergeschoss noch knacken. Also von der Festung. Wie sieht es eigentlich in meinem Lager zurzeit aus? Ich habe zwei Brechstangen. Ah, ich denke, ich kann mal alle Dietriche hier reinpacken. So. Dumm die Dumm. Genau, die Roben.